So, meine Lieben, guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ach. Gleicher Ort, gleiches Spiel. So, jetzt düsen wir nach Emden. Dort bügeln wir die Hemden. Ach, immer diese blöde Rede, ne? Ja. Käffchen ist gemacht. So, meine Guten. Jetzt geht's vorwärts. Ja, ich kann euch diese Woche leider nichts Neues zeigen. Wir kommen diese Woche nirgendwo anders hin als nach Emden. Wir machen ja die Runde Helmstedt, Emden, Helmstedt. Und der Kollege fährt dann Abend Helmstedt, Hölznitz, Helmstedt. So. Das sieht immer aus wie ein Feuerwehrdepot, wenn man hier vorbeifährt, ne? So, mal gucken, ob die intelligente Ampel arbeitet. Sieht aber nicht so aus, als ob die hier eine Induktionsschleife reingebaut haben. Kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt düsen wir erstmal auf der Autobahn. Jeden Tag haben wir heute das. Jeden Tag heute, ja, natürlich. Diese Woche haben wir jeden Tag dasselbe Spiel. Licht nach vorne machen für euch. Dass ihr was seht, wie es steht und geht und fährt. Die haben heute mal verhungern lassen in Hölznitz, nee, gestern. Er hat gesagt, 4 Stunden hat er gestanden unten. Ja, aber die Zeit reicht uns trotzdem noch, wir sind trotzdem noch pünktlich oben. Also alles kein Beinbruch. Alles kein Beinbruch. Da oben ist doch schon die Autobahn. Ich kann die Autobahn schon riechen. Und das Wochenende auch, heute ist Donnerstag. Ha! Heute nochmal und morgen nochmal und dann ist Wochenende, meine Guten. Wisst ihr das? Meine Guten, es läuft super.
kurz nach 5:30 sind wir oben. Ich glaube nicht, dass jetzt hier großartig noch was passiert, staumäßig. Wir sind ja hier schon am Dreieck Oldenburg West. Das ist hier, wo dann gleich das Einkaufszentrum kommt, wenn wir um die Kurve rum sind. Wenn ihr wisst, was ich meine. Mein Übernachtungszentrum, wenn ich in Oldenburg stehe. Ja, bin überall gut durchgekommen bis jetzt. Keinerlei Probleme gehabt. Und wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass jetzt noch großartig was passiert. Staumäßig. Das Blöde hier an dem Sender, der hier oben läuft, an dem Radiosender, die bringen von 2 Uhr bis 5 Uhr keine Verkehrsmeldungen. Deswegen habe ich vorhin, soweit wie es ging, bis kurz vor Bremen noch MDR gehört. Die machen ja dieses Nachtprogramm. Das nennt sich Popnacht. Das ist ein sehr schönes Programm, kann ich nur empfehlen. Auch der Moderator, der ist sehr, also wirklich gut. Und wie gesagt, das heißt ARD Popnacht und die bringen dann von ganz Deutschland die Verkehrsmeldungen. Aber ab Bremen empfange ich das ja nicht mehr. Und da gibt es dann hier keinen gescheiten Sender, der dann komplette, gut, ich könnte Deutschlandfunk hören oder sowas. Aber die bringen wieder keine schöne Musik und kein schönes Programm nachts. Naja, also lebe ich dann von Bremen bis hier hoch, kurz hier hoch. Ich denke mal, ab Leer werde ich wahrscheinlich dann wieder Verkehrsmeldungen kriegen. Aber da interessieren sie mich nicht mehr. Aber ab Bremen, wenn du Bremen von der 1 runter bist, dann ist eigentlich alles easy. Guckt hier rechts, ist das Einkaufszentrum. Famila Einkaufsland Wäschleu heißt es konkret. Ja, deswegen habe ich dann ab Bremen keine Verkehrsmeldungen mehr. Aber wie gesagt, da brauche ich dann in der Regel auch keine mehr, weil ich hatte hier um die Zeit noch nie Probleme. Die Probleme gibt es dann runterzu wieder erst auf der A1. Und da habe ich ja dann Verkehrsmeldungen, aber die nützen mir nicht, weil es deswegen trotzdem nicht schneller geht. Ich muss da durch, ich kann nicht anders fahren. Auf der 75 ist auch eine fette Baustelle, da besteht auch die Gefahr, dass es staut. Da bauen sie eine Brücke, neu. Ersatzneubau einer Brücke. Naja. Ist halt nicht alles so einfach mit dem Straßenverkehr heutzutage. Apropos Verkehr auf der Straße. Da fällt mir gerade ein schöner Witz ein. Aber den kennt ihr bestimmt schon. Aber ich erzähle euch trotzdem. Kommt ein Mann zum Arzt. Wenn es schon so anfängt, ne? Ja, kommt ein Mann zum Arzt. Sagt zum Arzt, Herr Doktor, was kann ich machen? Mit meiner Frau klappt es nicht mehr so richtig. Dann geht der Arzt mit ihm zum Fenster. Da sind unten auf der Straße 2 Hunde, die poppen. Und dann sagt der Arzt, versuchen Sie es doch mal mit Ihrer Frau so. Und dann sagt der Mann, ja, das ist eine gute Idee, das werde ich mal machen. Nach ein paar Wochen trifft der Arzt den Mann wieder auf der Straße. Dann sagt er, und wie hat es denn geklappt mit Ihrer Frau? Ach, sagt er, soweit ganz gut. Ich hatte bloß ein paar Probleme, meine Frau auf die Straße zu kriegen. Ja, Flachwitz lässt grüßen, ich weiß. Aber es fiel mir halt gerade so ein wegen Straßenverkehr.
Naja, wie gesagt, kurz nach 5:30 sind wir rum. Das ist eine gute Zeit, das passt. Mit der Lenkzeit kommen wir auch in 4,5 Stunden. Wir sind ein bisschen was über 4 Stunden, wenn wir oben sind. 4 Stunden 6. 4 Stunden 6, 4 Stunden 8, sowas in der Drehung. Also alles im grünen Bereich, meine Guten. Und morgen muss ich dann erst mit meiner Disponentin auf den Zahn fühlen, wie es dann nächste Woche weitergeht. Ob der Peter und ich noch mal eine Woche Helmstedt machen müssen oder ob ich wieder von Bamberg disponiert werde oder ob sie mich wieder disponiert. Das ist alles so ein bisschen undurchsichtig im Moment. Und das werde ich mal versuchen, morgen ein bisschen zu klären. Macht heute wohl eher noch keinen Sinn, weil sie ja die Pläne dann immer erst für morgen haben. Also bei uns im Elsnetz, ne? Ja, so ist erst einmal jetzt der Fortgang. Aber jetzt ist erst einmal nur abladen und laden interessant. Bin ja gespannt, wie viel Leergut da ist. Gestern hatten wir ja bloß 7 Hub drauf. Da waren ja auf dem Anhänger bloß 3 Hub. Auf der Maschine 4, auf dem Anhänger 3. 5 passen ja drauf auf dem Anhänger. Ja, schauen wir mal, wie viel heute da ist. Ach Mann, müsst ihr unbedingt an der Ampel rumtatschen. Naja, gucken wir mal. Wie es sich hier so entwickelt heute. Eben immer schöne lange Pause hier, ne? Schön 11, 12, 13 Stunden teilweise. 12,5 Stunden hatte ich jetzt jeden Tag Pause. Da kann man schon schön entspannen. Und naja, tagsüber halt schlafen, ne? Nachmittag ins Bett gehen, weil ich ja dann Mitternacht wieder aufstehen muss. Da möchte ich ja dann spätestens immer so um 5 Uhr rum im Bett sein. 5 Uhr aller spätestens um 6 Uhr. Komm, mach grün. Ich hab Termine. Termine, ich hab Termine. Ja, was ist? Jetzt. Grüne Hermine. Aber das Haus hier rechts, das haben sie richtig schön gemacht. Auch so das ganze Umfeld. Ich habe das ja schon bei Tag gesehen. Ne? Also das ist wirklich wunderbar gemacht. Kann man nicht anders sagen.
Hätte ich nie gedacht, dass die das so toll hinkriegen. So, gucken wir mal. Der Parkplatz sieht schon wieder sehr voll aus. Ach, es geht. Fahren wir hier gleich rein. Hier rein. Hier durch. So. Und dann gleich noch hier vor. Ah, beste Position, wo gibt hier? Alter, eine schönere Position könnte man doch gar nicht kriegen. Guck, da müssen wir dann zur Schranke rein. Also, jetzt gehen wir uns erstmal anmelden. So, meine Guten, es ist vollbracht. Wir haben den Arbeitstag schon fast wieder überstanden. Jetzt noch 4,5 Stunden nach Helmstedt fahren, knapp. Bisschen was über 4 Stunden und dann ist wieder Feierabend. Da steht schon der Nächste, der abladen will. Das ist eigentlich immer so jeden Tag. Ne? So um 7 Uhr rum sind wir fertig. Um 7, kurz nach 7. Je nachdem, wie es schnellst geht. Heute ging es relativ zügig und wir haben auch wieder nicht sehr viel Leergut. Vom Anhänger, also die Maschine ist voll und der Anhänger ist bloß 3/4 voll. Und da haben wir sogar schon nach hinten runter gebaut. Haben die immer nicht viel Leergut dann da, komischerweise. Ich weiß nicht, ob die nicht so viel produzieren zurzeit oder was auch immer. Keine Ahnung von der Planung. Ist mir aber auch egal. Ich nehme das mit, was sie haben, und was sie nicht haben, kann ich nicht mitnehmen. Wenn ich ein Gestell mitnehme, nehme ich eben ein Gestell mit. Habe ich auch kein Problem. Es wird ein bisschen schwierig mit dem Gurten, aber auch das kriegt man hin. Dann werden eben die Seitenwände hochgeklappt und dann wird es auch gegurtet. Irgendwie kriegt man das schon immer hin. Dann lasst uns mal den Stau auf der A1 mitnehmen. Den haben sie mir schon im Radio angekündigt. Haben sie mir schon gesagt, dass da wieder 6 Kilometer Stau sind vom Bremer Kreuz. Ich verstehe bloß nicht, wieso. Da ist nichts. Du bist dann kurz vor dem Bremer Kreuz und da ist kein Stau mehr. Alles weg. Ich dachte immer, dass das mit der Baustelle dort zu tun hat, aber da ist keine Baustelle mehr. Es ist unklar, wieso da Stau ist. Aber es gibt halt so Phänomene, die kann man einfach nicht erklären.
vorne blinken sie schon warm. Oder? Nee, der will zur Ausfahrt raus. Sehr gut. Ich dachte schon, der blinkt schon warm. Minuten Verlust haben sie mir angekündigt. Aber im Moment ist noch nichts zu sehen von Stau. Aber ich will mich mal nicht zu weit aus dem Fenster lehnen jetzt. Was nicht ist, kann ja noch kommen. Also da oben wird er schon angekündigt. Da steht schon dran, Stau. Gestern haben wir ja hier schon gestanden, ne? Da war ja hier schon der Stau. Geht's vielleicht heute ein bisschen zügiger? Die Weser, die ist ganz schön voll, das finde ich toll. So, da vorne werden sie schon langsam. So, bin ich ja mal gespannt, wie viele sich hier nicht ans Überholverbot halten. Ich könnte sie ja mal zählen. Moment gut aus. Bisschen zäh, aber nichts Gefährliches. Doch, davon stehen sie. Ach man! Tut denn das Not? Eins. Enno Roggemann sucht mich. 3. Ach, ich geb's auf. Was will der Enno Roggemann denn mit mir? So, meine Guten, alle Staus gut überstanden. Haben mich ungefähr 12 Minuten gekostet, 2 Staus. Aber die, denke ich, die hole ich noch raus wieder. Das wird zwar knapp mit 4,30, weil ich ja noch über Braunschweig fahren muss, über die Tankstelle, muss 50 Liter, 100 Liter nochmal zutanken, sonst kommt der Kollege nicht mehr bis Hermsdorf zum Tanken. Dann bleibt er unterwegs stehen und das muss ja auch nicht sein. Deswegen tanke ich jetzt mal schnell an der Shell in Braunschweig-Ost ein bisschen was zu. Und dann denke ich mal, sind wir so 11:30, kurz nach 11:30 auch in Helmstedt Feierabend machen. Hier habe ich übrigens auch schon übernachtet auf dem Autohof. Mehrfach.
So, ne, da fahren wir doch gleich mal hier eine halbe Runde rum und von der anderen Seite rein in die Tankstelle. Muss man nämlich hier aufpassen, da sind die Zählwerke nämlich immer ein bisschen kacke angebracht. Ne, geht jetzt nicht, mein Guter. Das geht jetzt nicht, mein Guter. So, ach, der wollte da rein? Nee, geht nicht, mein Guter. So. So, meine Guten, jetzt tanken wir erstmal schnell 50 Liter rein. So, meine Guten. Jetzt habe ich 50 Liter getankt. Jetzt kommt er noch 700 Kilometer, das reicht. Also können wir jetzt beruhigt dem Feueramt entgegenfahren. Gleich wieder auf die Autobahn. Asia Point. Ich denke mal, die profitieren auch vom Autohof. Da werden viele sich was zu essen holen. So, komm noch grün. Jetzt sehe ich. So, gleich wieder auf die Autobahn. Und wir fahren auf die Autobahn. Ich weiß doch, ihr liebt mich für meinen Gesang. Ich kenne euch doch. Ihr wartet ja förmlich drauf, dass ich euch ein Liedlein trallere. Oder etwa nicht? Würdet es etwa abstreiten? Nee, ne? So, Freunde. Dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal wieder. Hahaha! Der Feierabend naht! Ach Leute, ich habe heute gute Laune, merkt das? Schönes Wetter, gleich Feierabend. Es ist noch früh am Tag, es ist noch nicht einmal 12, ne? Mir steht heute noch alles offen, wenn ich Lust zu irgendwas habe. Gute Klamotten habe ich auch mit, dass ich noch mal in die Stadt kann. Ach, erstmal ein Stündchen schlafen und dann entscheiden, was wir machen. Nee, erstmal eine Kleinigkeit essen, ich habe Hunger. Ich habe echt richtig Hunger. Der von der Rakete drauf hier. Das ist ja ein komisches Ding. So, meine Lieben. Wisst ihr Bescheid, ne? Bis zum Real, dann links abbiegen und dann ist Feierabend. Schönes Wetter. Und warm ist es, 14 Grad. Ja, also warm, was man halt so warm nennt um diese Jahreszeit, ne? Für diese Jahreszeit schön warm.
heute nochmal und dann morgen nochmal diesen Weg. Dieser Weg wird der gleiche sein wie die ganze Woche schon. Dieser Weg. Ja, auch ich höre Xefir Naidu, nicht nur ihr. Und diesen Weg finde ich gar nicht mal so schlecht, das Lied. Das ist eigentlich ein schöner Lied. Der ist ein schöner Lied, der ist ein feiner Lied. Der Lied hat gut geklingt, drum wird's nochmal gesingt. Ich glaube, ihr bringt mich heute noch um. Oder ich bringe euch heute noch um den Verstand. Das habt ihr gut erkannt. Ich bringe euch um den Verstand. Jetzt ist Schluss. Lied aus. Ach, ich freue mich schon auf meinen Feierabend. Könnt ihr euch das vorstellen? Und auf mein Mittagessen. Es gibt Rippchen. Rippchen mit Sauerkraut und Kartoffeln. Kannst du heute auch mal noch normal reden, bitte? Nein, kann ich nicht. Ach Leute, verzeiht's mir. Aber ich freue mich so, dass heute Feierabend ist und Donnerstag ist und Wochenende bald ist und Sonne scheint und ich bald wieder zu Hause bin bei Lilly und den Hunden. Die Woche, die ist bald überwunden. Ich bin bald wieder zu Hause bei Lilly und den Hunden. Oh, jetzt höre ich aber auf, ne? Also jetzt ist gut. Es reicht. Es reicht. So, meine Freunde, kurz und knapp, jetzt ist Feierabend, jetzt geht's schlafen, müde, und dann geht's weiter morgen früh, also heute Nacht um 1. Der Peter fährt jetzt wieder nach Oelsnitz, abladen, laden, bringt mir heute Nacht um 12:30 das Auto wieder oder später, je nachdem. Und dann geht's ab die Post wieder nach Emden. Wisst ihr Bescheid? Also, dann wünsche ich eine staunknitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Schönen Abend, gutes Nächtle, bis morgen und tschüss. Und verzeiht mir bitte meine Albernheit vorhin. Mir war einfach so. Es musste mal raus.